Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, tja, die letzte Aufnahme vom großen Stream, den ich hier geplant hatte. Das heißt großer Stream, ich streame halt einfach. Genau, so, das heißt noch ein paar Vorbereitungen schon mal treffen für den Stream. Genau, das läuft jetzt soweit. Na, ja, das läuft wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Ich würde das Ganze gerne kopieren. Ich hätte gerne Blaupause davon. Zumindest mal bis hierhin. So, von dem Konstrukt hier so. Bis dahin so. Zack. Wie stoppe ich mal ein? Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Wie war denn das? Blaupause. Das heißt, ich könnte dann... So. Das würde gehen, oder? So hätten wir also, die würden das dann da drauf produzieren, oder? Das würde da alles rüber, die produzieren das, dann ist der, den Rest kann man ja dann anstöpseln. Ja, ich glaube, das mache ich. Blaupause erstellen. Wie mache ich die jetzt klein? So. Jetzt liegt die da oben, oder wie? Da liegt sie. Wunderbar, da habe ich meine Blaupause. Wenn ich den raus... Okay, alles klar. Sehr schön. Die hebe ich mir auf. Die kann ich dann später verwenden. Die werde ich dann da oben einsetzen. Genau. Da kann man noch mal so ein bisschen irgendwie dran setzen. Dann gucken wir mal. Platztechnisch, ob das da so hinhaut. Deswegen habe ich jetzt auch nicht alles drin. Aber das Gröbste, so das... gröbste Gewurstel, was ich hier gebaut habe, was ja irgendwie funktioniert, das ist dann auf jeden Fall mal drinne. Den Rest kann ich nachbauen. Dran bauen. Das passt dann schon. Sehr schön. Das klappt also. So, das hier läuft. Gerade, ob ich das hier noch irgendwie mit da drüber mache, weil das braucht ja eigentlich nicht so viel, ne? Schauen wir gerade mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Achso, ich bin zu weit weg, daran liegt's. So, dann hätten die jetzt eigentlich durchgehend, oder? Ja, siehst du mal. Dann produzieren die jetzt auch mehr. Weil die brauchen ja gar nicht so viel. Sehr schön. So, der nächste Schritt. Jetzt kann ich mal so Stück für Stück ein paar Sachen aufarbeiten. Ich habe davon noch die Module. Kann ich die Module eigentlich? Die könnte ich auch hier reinknallen. Ne? Ja. Ich brauche ziemlich viele von den Modulen, würde ich behaupten. Ich jetzt so noch. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal laufen kurz. Wunderbar. So, mein Auto, was ich nie benutze, das bauen wir mal kurz ab.
ich habe noch ganz viel von dem Zeug im Inventar. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Komm mal her, Zug. Achso, das landet automatisch da drin, ne? Meint das? Aber ich mach das mal kurz raus. Ja, jetzt ist der Zug natürlich weg. Ja, weil das muss ich ja eigentlich gar nicht in meinem Inventar behalten. Was haben wir hier eigentlich noch drin? Nehmen wir auch mal mit. Mal ein bisschen aufräumen. Das müssen wir ja gar nicht alles behalten. Boah, bin ich froh, wenn hier mal ein bisschen Ordnung geschaffen ist, ey. Das hat sich mittlerweile so gestreckt hier alles. In Richtungen, die es gar nicht, die erstmal gar nicht so geplant waren. Aber ich glaube, das ist normal bei dem Spiel, ne? Also zumindest, wenn man das so wie ich so ziemlich zum Anfang, also zum ersten Mal mehr oder weniger spielt. So weit bin ich ja nie gekommen mit dem Spiel. Guck mal, hier kann ich schon mal ein bisschen nachlegen. Der Rest läuft hier, ne? Ja, die haben wieder soweit alle. Da klemmt es noch ein bisschen, da kommt noch nicht so viel an. Genau, dann packen wir das doch gerade mal alles da rein. Dann können die das da mal schön hoch machen. Ich brauch's nicht. Krieg meine Taschen leer, das kann jetzt erstmal noch ein bisschen weiterlaufen. Das würde ich erstmal noch laufen lassen, so wie es ist. So, wie sieht's denn hier aus? Der eine, der leer gelaufen war, den hatte ich letztes Mal schon umgesetzt. Das sieht jetzt auch schon viel besser aus. Also die produzieren auf jeden Fall besser. Wir latschen mal kurz da hoch. Genau. Also wenn die Folge hier rauskommt, dann bin ich gerade am Stream, ne? Also... Da sollte der Stream schon laufen, wenn ihr das hier seht. Also insofern ihr die Folge halt um 18 Uhr guckt. Solltet ihr die Folge halt natürlich erst irgendwie um 23 Uhr gucken oder so, bin ich eventuell vielleicht nicht mehr am Stream oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das ergibt sich dann. Oder vielleicht streame ich dann auch schon ein anderes Spiel, kann auch sein. Ja, dass ich dann einfach switche auf ein anderes Spiel irgendwann mal. Aber auf jeden Fall ist erstmal Factorio geplant. So, das hier läuft noch. Genau. Hier haben wir das Uranfeld noch, das weitere. Können gerade mal hier ein wenig Platz schaffen, ne? Das können wir schon mal machen. Soweit schon mal alles vorbereiten. Vorbereitung ist alles. So, genau. Nehmt das mal alles mit, bitte. Wunderbar. Hier stelle ich kurz wieder ein. So. Mindestens 50. Also, kann ich dabei haben, 50. Und ja, der Rest kann dann halt wieder raus. So. Die lasse ich mal. Die brauche ich immer mal wieder in größeren Mengen. Den Rest kann ich eigentlich auch so lassen. Was ich gar nicht benötige, sind die hier, ne? Da kann ich dann wirklich sagen, null. Also die will ich echt nicht im Inventar haben. Die brauche ich wirklich gar nicht. Genauso wenig wie das hier. Wenn ich da jetzt ein paar alte Sachen noch abbaue.
Die gelben Greifarme, selbst die brauche ich nicht, also die kann man mir auch gerne rausnehmen. Noch irgendwas, was ich gerade auf Anhieb sehe? Die Öfen, ne? Die. Wobei, ja, davon habe ich nicht mehr so viele. Ich glaube, davon stehen nicht mehr so viele oben, die kann ich dann auch von Hand einfach rausnehmen. Ja, machen wir einfach so. Der mittelgroßer Strommast. Ja, den behalte ich mal. Den Rest lassen wir mal drin, ja. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Und das passt aktuell nicht. Das muss ich dann auch nicht unbedingt mit mir rumschleifen. So, gut. So, da kümmere ich mich dann später drum. Da kommt dann das das weitere Atomkraftwerk hier von mir hin. Die weitere Atomstromproduktion. Atomstromproduktion. Schönes Wort. So, was ist das hier? Ist alle, ne? Ja, da war mal was drin. Kohle habe ich, glaube ich, auch noch einstecken, oder? Ne, habe ich nicht. Ah, das ist schon im Dingen hier. Ah, ja, siehst du. Gut, dann brauche ich mich da auch nicht mehr drum kümmern. So, dann hatte ich ja gesagt gehabt, dass ich den Zug dann so ziemlich direkt hier runterlassen möchte, weil das einfach schneller geht. Hier werde ich ein Problem bekommen. Das heißt, das muss weg. Also zumindest mal so ein bisschen. Jetzt schauen wir gerade mal. Ich hoffe, ich verärgere da nicht gewisse. Gewisse Leute hier, die hier wohnen, die hier beheimatet sind auf diesem Planeten. Ja, die Klippen hier, das guck mal. Mal weg. Das da kann weg. Ich brauche mehr Bauroboter auf jeden Fall. Das ist auch eine Sache, die sicher ist, ey. So, die können wir weg. Die Frage, was mache ich mit dem ganzen Holz, ey? Gibt es irgendeine Sache, mal abgesehen von Strommasten, die ich irgendwie sinnvoll aus Holz machen kann? Heizen oder halt hier verbrennen in irgendwelchen Öfen ist eher weniger eine Option. Ja. Außer man baut halt irgendwie wirklich so eine klitzekleine Produktion irgendwo hin oder so, wo man sagt, ich mache da irgendwas mit kleinen befeuerten Öfen. Dann könnte man natürlich sagen, okay, Kiste nebendran, das ganze Holz, was wir da haben, rein und ja, gib ihm. Verfeuern war alles. Ich glaube, darauf wird es auch rauslaufen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, Sachen wegzuschmeißen. Auch wenn sie eigentlich unnötig sind. Weil ich immer denke, so, man kann sie ja trotzdem irgendwie noch verwenden. Ja. Wie gesagt, zum Beispiel für so kleine Produktionen irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwas richtig wegschmeißen kann. Also ich glaube, einen Mülleimer gibt es hier gar nicht, ne? Oder? Gibt es gibt es eine Mülleimer-Option? Ich glaube nicht. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich würde ja fast behaupten, da könnte man schon mal eine Zugstrecke fast langlegen, ne? Ja. Eigentlich genug Platz geschaffen. Füllen die mich wieder mit irgendwas hier. Ich weiß nur nicht was. Ach, mit Rohren, wie es aussieht.
Ja, ich krieg gerade einen ganzen Haufen Rohre in die Hosentasche geschoben. So, Tasche ist voll. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal nach Hause. Machen wir unsere Taschen mal wieder leer. Ja, dann muss ich mich nur ein bisschen vorbereiten nachher. Und die nehmen direkt schon mal mit. Kommt das nächste Geschwader an. Da kann ich mich schon mal ein bisschen vorbereiten nachher auf jeden Fall für den Stream, dass ich mir da schon mal ein paar Gedanken mache. Wie ich was mache. Sieht mein Inventar aus? Voll. Ich glaube, die wollen zu mir. Ja. Sie nehmen und geben. Schön. Noch mehr. So, Rohre technisch dürfen wir jetzt gleich auf 300 sein. Also immer, okay, das passt soweit. Jetzt dürfte das hier eigentlich gleich alles relativ schnell leer werden. Ah, ich finde das genial mit den Robotern, ne? Das hätte ich mir anfangs nie ausgemalt, dass das mal so entspannt läuft, dass du dann einfach da reinläufst und die kommen und machen hier einfach alles für dich. Das ist wunderbar. Lieferservice. Nicht schlecht. Ja, jetzt haben wir das gleich alles weg. Also so richtige Mülleimer gibt es hier irgendwie gefühlt nicht, ne? Also ich habe die Müllplätze. Und ich kann das natürlich dann irgendwo... Die ziehen mir das dann alles aus dem Inventar und knallen das natürlich irgendwo hin. Aber weg ist es dadurch jetzt wegen Jens nicht, ne? Also das ist ja irgendwie... Oh, ich habe Gleise, geil. Oh, ist das schön, Gleise vorzuproduzieren. Wunderbar. Warum produziert der keine Öfen? Kannst du mir das mal verraten? Dem fehlen Ziegel. Und warum fehlen dem Ziegel? Produziert ums Verrecken keine Öfen. Warum fehlen dem Ziegel? Höchstwahrscheinlich. Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken. Weil wir hier kaum Steine herbekommen, oder? Wie sieht's aus mit dem? Habe ich sogar noch. Ich glaube, das muss ich mal ein bisschen anheben. Eine kleine Ziegelproduktion mal irgendwo hinstellen. Ja, irgendwie ist das ein bisschen mau hier. Da ist ja nicht so viel los. Gucken wir gerade mal. Dann machen wir einfach den hier. Komplett egal. So. So und so. Läuft. Wunderbar. So, jetzt haben wir davon schon mal ein bisschen mehr. Jetzt bräuchten wir eine kleine Ziegelproduktion.
So, was, die baue ich mir gerade hier hin. Und zwar baue ich die so. Hab da nämlich gerade eine Idee. So. Jetzt bräuchte ich keine, ich will keine elektrische, ich brauche die normalen Öfen. Die habe ich nämlich auch noch irgendwo rumfliegen. Und da kann ich nämlich dann eigentlich das Holz, das was ich vorhin gesagt habe, da kann ich das ganze Holz, was ich habe, ne? Das kann ich da reinschmeißen und dann können die das einfach mit Holz befeuern, oder? Jetzt muss ich nur gerade mal schnell gucken, wo ich meine ganzen Öfen habe. Die haben sie bestimmt irgendwo hingeschmissen, die haben sie irgendwo eingelagert, mit Sicherheit. Hier. Ne. Das sind die ganz alten Öfen. Da. Mal 23 Stück. Wunderbar. Nehme ich gerade mal mit. Brauche ich noch irgendwas? Was ist das hier? Auch nochmal Öfen. Junge, habe ich viele von denen. Ich glaube, da sind ja auch noch welche drin, oder? Oh ja. Eieieiei. Da habe ich wirklich ein bisschen sehr viel von. Ah, genau wie vom Holz. Holz haben wir auch sehr... Oh ja, Holz haben wir viel. Uiuiuiui. Gut, das lasse ich jetzt gerade mal. Ja, da machen wir eine kleine Ziegelproduktion. Wenn die sich da gerade so ein bisschen schwer tun damit. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwo welche produzieren. Wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann wahrscheinlich in so geringen Mengen, dass das hier kaum eine Rolle spielt. So. So, so. Der noch da. Und dann machen wir hier. Beziehungsweise, warte mal, das machen wir eigentlich ganz einfach. Dann machen wir hier. Und dann machen wir eine Anforderungskiste. Und hier machen wir die Ausgabekisten. So. Genau. Da machen wir... So. Und dann machen wir noch den hier. Erstens muss ich den um einen verlängern. Ich hoffe, das läuft da nicht drauf. Das sehe ich dann. Und ich brauche davon noch welche. Aber jetzt ist das natürlich wieder blockiert. Naja, egal, das wird dann gleich frei. So, hier soll er einfach, was soll er hier kriegen? Holz soll er kriegen. Da haben wir Holz, da haben wir Holz. Keine Ahnung, machen wir 1000. 1000 Holz. Bombardiert die Kiste einfach mit Holz. Oh, das reicht platztechnisch wieder nicht. Ach, Kacke. Ich dachte, das reicht darüber. Ja, die brauchen halt noch mehr Platz. Das macht noch weniger Sinn. Kann ich die mittelgroßen? Das würde gehen.
brauche ich nochmal so mittelgroße. Ja, guck mal, da holen sie auch gleich die Steine ab. Die brauchen nämlich wirklich welche. Jetzt muss ich das hier nur kurz alles abwarten. Ja, und wenn das halt mal irgendwann leer läuft, weil kein Holz mehr da ist oder so, dann ist auch egal. Das ist ja nur so ein bisschen, klein bisschen Unterstützung gerade. Und dass wir das Holz mal wegkriegen, ja, dass wir uns da mit dem ganzen Krempel, den ich da gebaut habe, nicht immer alles zumüllen. Außerdem werde ich ja eh, wenn ich jetzt immer mal wieder irgendwo bauen werde, werde ich immer mal wieder Bäume weghauen. Das heißt, ich werde immer wieder ziemlich viel Holz haben. Ja, und damit wir nicht irgendwann gefühlt 20.000 Kisten haben, alle randvoll mit Holz, kann man das einfach so ein bisschen machen. So. Was nehmen wir als nächstes? Ich würde fast sagen, die, oder? Das wäre natürlich noch besser. Raketensilo? Aha. Da kommen wir auch auf die weiße Flasche. Ja gut, dann machen wir das mal. Die müssen wir ja dann auch irgendwann produzieren. Ah, da kriegen wir noch mehr. Und das geht noch schneller. Eieieiei. Was ist das hier? Erhöht die Anzahl der... okay, okay. Das hört sich ja mal gar nicht so schlecht an, ne? Auch hört sich auch interessant an. So. Da kann ich noch bessere Greifer bauen. Dann hätten wir immer... Ja, die nächsten Stufen wären halt auch immer einfach nur wieder Greifer. Was hätten wir hier eigentlich? Bremskraft 3. Wir können schneller abbremsen. Okay, das ist hier halt einfach schneller. Das ist jetzt nicht so krass bei mir. Ah, in Reichweite. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich mache erstmal die. Das wäre gar nicht schlecht, wenn das in Reichweite wäre. Eventuell brauche ich da dann nicht bei jedem. Da würde ich mir einiges davon sparen. Das ist der bessere Anzug, ne? Das ist, glaube ich, der beste. Vorher müsste ich das machen. Komm, wir machen das. Ich will den besseren Anzug. Ich brauche mehr Platz in der Hose. Und vor allem in meinem Inventar, was ich da habe, ne? So, das läuft hier alles. Meine Sprengstoffproduktion hier. Wie sieht's da aus? Boah. Ja, die eine läuft ein bisschen schleppend, die andere läuft ein bisschen besser. Also... Naja. Die Module haben wir drin. Ja, irgendwann ist die halt voll, dann produziert der nichts mehr und dann produziert der immer noch weiter. Das passt schon irgendwie. Irgendwie wird das. So, jetzt brauche ich dich gerade nochmal. Einmal hier. Und einmal hier. Perfekt. So. Und dann brauchen wir... Das, das und das. So, jetzt laufen die auch alle. Sehr schön. Gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Flugverkehr, weil die hier die ganze Zeit sich bedienen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch, dass hier die ganze Zeit Zeug drin ist. Dass wir das Holz verbrennen. So nach und nach. Und wir kriegen die Ziegel. Und jetzt sollten die ja rein theoretisch auch die Öfen produzieren, ne? Wo war denn das? Hier war das. Ja, siehst du mal, jetzt produzieren die auch die Öfen. Wunderbar.
Es hat halt echt an den Ziegeln gelegen. An denen hat es gehapert. Aber jetzt läuft es besser. Sehr schön. Das freut mich doch. Die haben auch gleich durch die Forschung. Hey, läuft hier wie am Schnürchen heute. Dann steht dem Stream ja heute Abend nichts im Wege. Den Hammer. Da komme ich immer noch nicht dran. Bräuchte ich den als nächstes. Den kann ich aber auch machen. Ne. So. Nicht abbrechen. Einfach machen. Genau. Wunderbar. Guck mal, da liegen immer noch gelbe Flaschen drunter, weil ich mal mein Inventar hier intelligenterweise ausgeleert habe. Die schmeiße ich da gerade mal wieder rein. Ach, das war ein anderer. Ich habe da die Heizkessel mitgenommen, glaube ich, noch. Aber die schmeiße ich da gerade mal wieder rein. So, was haben wir hier? Wir haben die schnelleren Bänder. Was brauche ich eigentlich für die? Schmiermittel brauche ich für die. Okay. Das ist gar nicht verkehrt, weil davon produzieren wir, glaube ich, eben Überschuss. Das ist gar nicht schlecht. Das heißt, dann können wir die eigentlich auch automatisieren. Dann kriege ich das Zeug auch mal weg. Was haben wir hier? Langsamungskapseln, Giftkapseln. Okay. Interessant. Okay, okay. Ah, okay. Was ist das hier? Ich habe den drauf, ne? Ja, und der hier wäre noch besser. Ja, das sollte ich ja zusammenkriegen, also. Ja, gut, gut. Darum kümmere ich mich. Ein Energieschild wäre auch nicht schlecht. Darum kümmere ich mich dann später. Na? Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, ich, wenn diese Folge rauskommt, streame ich gerade Factorio. Falls ihr da Bock habt, könnt ihr gerne auf Twitch vorbeigucken. Verlinkungen und sowas in der Videobeschreibung hier unten, falls ihr da noch nicht auf Twitch irgendwie unterwegs seid bei mir oder sonst irgendwas, dürft ihr mir gerne folgen, dann kriegt ihr auch meine Benachrichtigungen. Und ich denke, ich werde dann auch regelmäßig Factorio streamen dann auch. Also ich werde es dann wahrscheinlich zukünftig... Ich schaue, dass es hinhaut. Ich kann es nicht versprechen, aber ich gucke, dass ich dann immer, wenn ich dann aufnehme, das dann wahrscheinlich über einen Stream machen werde. Einfach weil, ja, falls man mich da irgendwie ein bisschen unterstützen möchte oder sowas in Form von hier ein paar Tipps geben und sonst was, ist es für mich einfacher, dass sie das live im Stream mit mir macht, als wenn ich dann das hier mache. 3, 4, 5, 6 Folgen teilweise auch vorproduziert. Aktuell mache ich es ja tagesaktuell, aber im Normalfall würde ich so, keine Ahnung, 5, 6 Folgen einfach mal vorproduzieren. Und das heißt, wenn ich in einer Folge dann irgendwas falsch mache, kann es natürlich dann sein, dass ihr noch 5 bis 6 Tage warten müsst, bis ich dann auf dieses Kommentar eingehen kann. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Vor allem, wenn es sowas ist wie, warum geht das hier alles nicht? Wieso geht das nicht? Warum funktioniert das nicht? Und es ist einfach nur dieses Häkchen und ich blick's halt gerade mal wieder nicht. Ja, und die Leute sitzen vorm Bildschirm und sagen, oh Gott, ist der dämlich, das gibt's doch nicht, ich kann mir das nicht mehr angucken. Wie kann man sich so doof anstellen? Ja, genau. Genau deswegen. So, gut, gut, naja. Dann, ja, wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen auf Twitch und, genau. Dann sehen wir uns eventuell heute Abend im Livestream oder ansonsten in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.